Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video mit eurem Chronostarth und Dresch nimmt sich heute wieder Zeit für uns. Hallo. Und er hat uns die Gotha mitgebracht, ein kleineres Projekt von ihm, das er uns heute gerne vorstellen möchte. Ist natürlich auch eine Eigenkonstruktion, aber da gibt es bestimmt auch eine Backstory zu. Ja, also die Real-Life-Backstory ist eigentlich, ich hatte mal Bock auf einen kleinen Einschornsteiner aus den 1870er und 1880er Jahren. Und da kam mir hier die Gotha ganz recht. Die fiktionale Hintergrundgeschichte zu diesem Schiff ist eigentlich relativ schnell erzählt. Meine fiktionale Reederei, die Germania Atlantic Line, die wollte eigentlich zusätzlichen Profit daraus schlagen, dass Auswanderer aus Osteuropa nach Hamburg kommen, um von dort aus nach Amerika zu fahren, und statt quasi das den örtlichen Ostseereedereien zu überlassen, diese Menschen über die Ostsee zu transportieren, haben sie gesagt, wir bauen unsere eigenen Ostseeschiffe und verdienen somit doppelt an den Immigranten. Und ja, dadurch ist die Gotha entstanden. Die ist also eher so eine Art Immigranten- und Transportschiff, hat aber auch eine kleine erste und kleine zweite Klasse, die recht überschaubar ist. Und ja, dadurch ist das halt entstanden. Schönes, kleines Frachtschiff sozusagen. Also das Ding ist wie so ein Feeder dann, der dann die Migranten aus dem Ostseeraum zu zentralen Häfen bringt, damit die dann weiterreisen? Oder wie ist das? Genau so. Also hauptsächlich feiert dieses Schiff die Ostsee-Küstenregionen ab. In den ganzen Ländern und auch in Preußen zum Beispiel hält dieses Schiff und nimmt Immigranten auf, die sie dann weiterfährt nach Hamburg, und Hamburg ist die Endstation und dort werden die quasi dann abgeladen und von dort aus können sie dann direkt weiter aufsteigen auf Schiffe wie zum Beispiel Wolfgang Amadeus Mozart oder so, die dann direkt nach Amerika rüberfahren, weiterfahren. Ja. Und somit hat man quasi doppelten Profit daraus geschlagen. Ja. Und das Schiff hier soll jetzt 1870 fertig geworden sein, hat aber von dem Aufbauten und Einrichtungen viel von der quasi Mini-Mozart, würde ich mal sagen. Also ich habe da viel übernommen, was auch die Mozart hatte, von der Aufbauweise von außen und von innen, und das einfach quasi auf einfacher und Mini getrimmt. Also Mini-Mozart für alle, die Kinderserie Little Amadeus kennen, das wäre jetzt die Schiffversion davon. Ja, deswegen ist auch hier der Brückenaufbau relativ gleich, deswegen müssen wir uns den auch nicht groß angucken. Und das Oberdeck sieht auch relativ ähnlich aus, nur alles ein bisschen eben verkleinert. Oder noch besser, das Schiff hier ist sozusagen die kleine Nachtmusik. Ja, dann ganz vorne sind natürlich wieder die Besatzungsquartiere, dann haben wir hier im Bukenzwischendeck, wie man das schon kennt. Das ist diesmal direkt komplett abgetrennt von der ersten oder der zweiten Klasse. Kann natürlich umgebaut und umfunktioniert werden als Frachtraum, wie es damals üblich war. Somit konnte das Schiff quasi auf der Rückfahrt die Ostseeküste entlang Frachten aufnehmen und die dann in Russland oder sonst wo verkaufen zum Beispiel. Ich muss mal gucken, ob mir noch irgendwelche Mozart-Witze einfallen. Ich laufe da einfach mal hinterher. Wo bist du jetzt? Bist du jetzt wieder hochgegangen? Ja. Yeah. Das ist immer so, wie so ein Wiesel, so ganz schnell. Ja. Weiß ja auch, wo es lang geht. So, haben wir halt vorne haben wir mehr richtig viel Platz für Zwischendeckpassagiere. Und dann wäre hier die erste Klasse relativ klein gehalten. Mit einem kleinen, schnuckligen Rauchsalon für die paar, die es an Bord gibt. Ich will ja nicht nachbohren, aber das Rucherzimmer musst du mir jetzt schon mal erklären. Ja, da hat sich wohl der Schreiberling verschrieben. Er wird sofort gekündigt und neu eingestellt. Benannt nach Hans Wilhelm Rucher. Ein Funktionär der Linie. Ja, genau. Ja. Gesellschaftszimmer. Und ja, eigentlich hier der Salon. Auch wenn ziemlich klein, finde ich das Schiff doch unglaublich gemütlich gehalten. Von den Farben und dem Aufbau mit dem kleinen Lichtschacht und die Kabinen hier, die einzelnen.
Ja, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man als erste Klasse Passagier mit diesem Ding aus dem Ostseeraum kommt, wie man auch immer gestellt ist sozial, dann hat man hier so einen kleinen Vorgeschmack auf die WAM. Und dann ist das aber ja noch nicht, also das ist ja erst sozusagen die Vorspeise. Die WAM ist dann die Hauptspeise. Das ist ja... Ja, die WAM ist dann ein bisschen größer und luxuriöser, genau. Das ist ja wie so ein Tender eigentlich. Ja, aber du bist trotzdem mit dem Schiff durch den Ostseeraum 2 bis 3 Tage unterwegs. Mhm. Und kannst trotzdem hier in kleinen Rahmen den gleichen Luxus genießen wie später über den Atlantik. Sehr schön. Sehr schön. Dann gehen wir wieder rauf. Ja, der Kapitän, die arme Sau, der hat hier nur so eine Kabine, die von der Promenade aus zu begehen ist. Also klein, schlicht, einfach, aber eine eigene für sich ganz allein. Mhm. Und wenn er aufs Scheißhaus muss, dann muss er halt erstmal frieren. Ja, das ist aber mit allen Offizieren hier so. Dann kommen wir hier gleich zur zweiten Klasse, Achtern. Man merke, 1880, die erste Klasse ist vorne, die zweite Klasse ist hinten und die dritte Klasse ist vorne, ganz vorne im Bug und ganz hinten im Heck. Mhm. Achso, ja genau, hier sind die kleinen Räumlichkeiten, die haben zwar keinen Lichtschacht, aber ein Deckenlicht. Also schön. Oberlicht. Sehr gut. Ja. Aber ansonsten einfach gehalten, gespiegelt gehalten, einfach nur ein bisschen anderer Einrichtungsstil für Raucherzimmer und Gesellschaftszimmer. Der Salon hier ist nicht so ganz so toll wie bei der ersten Klasse. Ist auch hier die Ladeluke, die durchgeht. Kann man aber schön als Tanzfläche benutzen, wenn man möchte. Ich kann mir keinen ersten Klasse-Passagier vorstellen, der sich auf den Ladedeckel stellt und hier... Das ist zweite Klasse. Achso, zweite Klasse. Ich kann mir keinen zweite Klasse-Passagier vorstellen, der sich hier auf den Ladedeckel stellt, ohne Klavier, ohne. Da muss man dann irgendwie jemand mit einer Violine oder so hier rumstehen. Ja, das sind bestimmt welche an Bord. Oder die Leute tanzen ohne Musik und dann würde ich mir echt die Frage stellen, wen du hier transportierst. Ist auf jeden Fall alles kleiner und spartanischer natürlich als die erste Klasse, aber mehr Privatsphäre als in der dritten Klasse beziehungsweise dem Zwischendeck. Oder steht hier jemand mit einer Zauberflöte? Dann hätten wir den dritten Amadeus Mozart-Witz hier. Die Zauberflöte. Ja. Hält mir noch einer ein? Hoffentlich nicht. Ja, und dann haben wir halt Achtern natürlich noch ein großes Zwischendeck. Das ist der Unterschied zum Mozart. Die Mozart hatte nur im Bug ein Zwischendeck. Und das hier ist halt wirklich viel auf Zwischendeckpassagiere ausgelegt. Also versucht wirklich jeden verfügbaren Raum für Zwischendeckpassagiere zu finden, um die zu transportieren in diesen Massenschlafsälen. Ja. Und der Rumpf ist auch, wenn man den sich dann mal von außen anguckt, ist auch breiter und dicklicher als bei der Mozart oder anderen Atlantikschiffen, weil hier halt einfach für mehr Frachtraum gesorgt werden musste. Mhm. So, und jetzt sollte ich noch zur Maschine mal runter. Gehen wir doch mal in die Besatzungsbereiche. Da ist der Maschinenraum. Ich habe eine etwas neuartigere Maschine als bei der WAM eingebaut. Er hat hier 3 Zylinder. Es ist immer noch eine 2-Fach-Expansionsdampfmaschine mit einer Hochdruck- und einer Niederdruckstufe, aber halt mit 3 Zylindern. Mhm. Das mochte ich eigentlich immer schon mal verbauen. Da habe ich gedacht, ja, 1880, da ist das ein bisschen moderner. Ja. Ja. War so ein schöner kleiner Maschinenraum. Wieder natürlich mit allen Details, die man kriegen konnte, aber nichts überwältigt Neues. Nichts, vor dem man sich fürchten musste. Oh Mann. Wie viele Teile hat dieses Set? Oh Gott, da müssen wir mal abscannen, wie viele Blöcke da drin verbaut sind. Uiui. 180 Euro, absurd teuer. Nee, okay. Genügend Witze und Memes verbaut. Ja, nett auf jeden Fall, nett. Ja. Kesselraum ist auch Standard, den brauche ich da auch nicht groß zeigen. Ja.
Ich hoffe trotzdem, dass die Leute sich auch mal für die Besatzungsbereiche erwärmen. Die sind auf meinen Schiffen immer mit viel Liebe und Detail verbaut. Und aber ein schönes kleines Schiff, wie gesagt. Und rustikaler gehalten, spartanischer in vielen Ecken. Und ich hoffe einfach, das gefällt den Leuten auch mal, sowas in der Sammlung zu haben oder damit mal drauf rumzulaufen und so. Und ist aber schnell durch. Ja. Ja, die Besatzungsbereiche werden hier extra beworben. Falls ihr euch für die Besatzungsbereiche interessiert, heuert auch gerne bei Drash an. ja, und ansonsten... Wir brauchen immer ein paar Heizer. Sehr gut. In üblicher Manier gibt es natürlich den Download-Link zu diesem Projekt in der Videobeschreibung für euch. Und ja, wenn dann weiter nichts ist, und ich kann mir das nur schwer vorstellen bei so einem kleinen Schiff, mir fallen auch keine weiteren Mozart-Witze mehr ein. Also von daher können wir, glaube ich, hier wieder die Aufnahme beenden. Ich verabschiede mich von euch. Bis zum nächsten Mal und bis dahin, Leute.